In diesem Video möchte ich euch zeigen, wie ihr die Ether-Klinge verdoppeln könnt in-game. Und zwar Leute, wenn ihr im Team spielt und nur einer von euch hat die Klinge, dann könnt ihr diese Klinge auch den anderen Leuten droppen und das geht ganz einfach. Hierzu braucht ihr nur eine Munitionskiste. Dann wirft eure Klinge, macht Munition auffüllen und während den 3 Sekunden, wo eure Klinge zurückkehrt, müsst ihr dann auf Inventar gehen und eure Klingen, die ihr ausgerüstet habt, wegwerfen. Dann könnt ihr nur noch die Klingen vom Boden aufheben und ihr habt dann noch ein Inventar, die ihr dann irgendeinem Mate oder Random droppen könnt. Also Leute, noch einmal. Ihr wirft die Ether-Klinge, drückt auf Munition auffüllen. Dadurch bekommt ihr direkt eine neue Ether-Klinge. Die droppt ihr dann und wartet ungefähr noch 2 Sekunden, bis die erstgeworfene Ether-Klinge wieder zurückkommt. Und die anderen könnt ihr dann halt eure Mates droppen. Das war's dann mit dem Video, Leute. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Falls ja, lasst doch ein kostenloses Abo und ein Like da. Und aktiviert die Glocke, damit ihr in Zukunft nichts mehr verpasst und immer auf dem neuesten Stand bleibt. Danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Ciao.